Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei Let's Play Stardew Valley, wie immer auf unserem Gamblinghof. Beim letzten Mal, da haben wir ja... Moment, ich suche gerade... Ach stimmt, Eisenerz. Ah, das hatte ich hier, das Eisenerz. Beim letzten Mal haben wir unsere Monstersaat ausgebracht, die wir hoffentlich bald ernten können. Ich hoffe, dass da nichts irgendwie schief geht, das wäre zugegebenermaßen ziemlich mies. Aber wir sind einfach mal optimistisch, dass da alles luppen wird. Alles wird klappen. Lass mich einmal kurz sortieren. Die Winterwurzel muss dann noch rein. Und haben wir schon alle Kürbisse verballert? Ich habe muss gestehen, die letzte Aufnahme ist ein paar Tage her. Jo, haben wir Tatsache. Krass. Gut, dann sind die Auberginen als nächstes dran, würde ich sagen. Und vielleicht auch Amaranth. Und das Wildfläumchen. Und die Rüben. Ich sollte nicht alles erstmal... Egal. Wir schauen mal kurz, ob im Fernsehen irgendein Rezept... ist eine Wiederholung. Kürbiskuchen, okay. Ach, der fehlt uns noch. Sehr geil. Jetzt habe ich gelernt, wie man Kürbiskuchen macht. Guck mal eine an. Hat sich doch schon wieder gelohnt. So, komm, dann... nehmen wir Eisenerz auch mit. So, wäsch mit dir. Dann gucken wir erstmal, was auf unserem Hof so abgeht. Ein Brief. Ja, guck mal, wer schreibt uns denn da? Kopfgeburt, entschuldige, dass ich schon wieder störe, aber ich brauche einen weiteren Gefallen. Ich habe einen neuen Hammer und würde ihn gerne an verschiedenen Metallen ausprobieren. Könntest du mir einen Eisenbarren schmelzen und vorbeibringen? Danke, Clint. Ja, das können wir doch mit Sicherheit. Ich glaube, wir haben sogar noch einen. Oder? Nein, stimmt, haben wir ja nicht. Wir haben ja für die ganzen Qualitätssprengter was verballert. Da sind wieder zwei fertig. Sehr nice. So, warum will ich hier unten hin? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. So. Mayonnaise und Käse sind fertig. Aber wir könnten noch mehr Einmachgefäße brauchen. Da brauchen wir, glaube ich, Kohle, ne? Genau, 8 Kohle brauchen wir dafür erstmal. Und natürlich einiges an Steinen. Aber das ist gar nicht das, was wir heute hauptsächlich machen wollen. Mir fällt es jetzt gerade selber erst wieder ein. Wir nehmen nämlich unsere Steine mit. Wir wollen nämlich, wenn es denn klappen sollte, wenn wir dafür alles haben, aber es müsste jetzt passen, dann werden wir nämlich endlich, und was ist endlich? Wir werden auf jeden Fall unseren Stall erweitern. Hier haben wir, ach guck an, wir haben jetzt auch Enteneier. So, erstmal allen wieder sagen, dass wir sie ganz doll gut finden von Wertschätzung her. So, und dann zack, 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 zack. Brauchten wir eigentlich auch ein Entenei fürs Dings? Ja, ne? Fürs Community Center? Mal kurz schauen. Entenei, jawohl, sehr schön. Das heißt, wir können da wieder was fertig machen. Also ja, fertig noch nicht, aber wir haben auf jeden Fall mal ein weiteres Teil und sind einen Schritt näher ran und das finde ich schon mal super. Ich hoffe, ihr auch. So, wir packen erst das Heu hin. Daneben. So, geht doch. Freuen sich direkt, wenn ich sie melke. Wunderbar. Und die letzte noch. So, damit wären eure Euter auch entleert. Wir haben köstliche Milch, die wir weiterverarbeiten zu Käse. Ich habe übrigens schon mal geguckt, wegen der Sache mit dem Trüffelöl, wie man da rankommt. Das hatte mich ja doch interessiert. Das geht nämlich nur auf eine Art und Weise, nämlich indem man ein Trüffelschwein hat. Auf dem, also ich weiß nicht, ob man auf dem Schwein reiten muss oder ob es einfach von selbst durch die Gegend schoppelt, um ein bisschen nach Trüffel zu buddeln. Aber auf jeden Fall brauchen wir ein Schwein dafür. So, sehr schön, haben wir unsere Eisenbarren. Können wir gleich schon mal einen zu Clint bringen. Zack, zack. So. Auf Richtung Stadt. Ach, guck an, da streckt wieder jemand den Kopf aus dem Boden. Oh, das war zwar daneben, aber trotzdem was gefunden. Und ein weiteres verlorenes Buch. Wey! So,
So, kurz gucken, ob wir irgendwas haben. Ja! Oh, perfekt. Wir könnten sogar noch mehr Saat machen. Das würde sogar zeitlich, glaube ich, noch reichen. So. Oh, wir haben ein bisschen viel Zeug dabei. So, das ist der Eisbarren, den ich wollte. Er sieht solide aus. Perfekt, danke. Ich weiß das zu schätzen. Wey. Sehr schön, dass du das zu schätzen weißt, mein Lieber. Mein, ist das nicht ein bisschen kalt für dich? Ich will nach Käfern suchen, aber Mama wird böse, wenn ich mich schmutzig mache. Was soll ich nur tun? Ja, gute Frage. Man weiß es nicht, aber jetzt fällt mir auch gerade wieder ein, dass ich mal wieder unsere Krabbenreusen hier vergessen habe. So, dann gehen wir auch mal schnell hier hin. So. Wieder ein bisschen Müll zum Recyceln. Das finde ich sehr gut. Bekommt man ja doch eigentlich immer ganz nette Sachen bei rum. Wenn man die dann recycelt. Ach, wir haben beim letzten Mal gar nicht auf den Kalender geguckt. Fällt mir gerade ein. Nicht, dass wir jetzt den Geburtstag verpasst haben. Oh, der Zauberer hat Geburtstag. Gut, dann kriegt er von uns auf jeden Fall eine Schattenessenz. Da wissen wir, dass er die mag. Aber vorher geben wir erstmal unser neues Gebäude in Auftrag. Ich hoffe, wie gesagt, dass das, was wir jetzt an Ressourcen haben, auch reicht dafür. Müsste aber eigentlich. Ich meine, es waren 200 Steine und 53 Holz. Egal. Also egal, beim Holz, da sollten wir auf jeden Fall genug haben. Nur bei den Steinen, da müssen wir, wie gesagt, mal schauen. So, grüß dich. Hofgebäude errichten. Haben wir schon. Luxus-Hühnerstall. Großer Stall. Genau, 450 Holz war's. So, dann bauen wir den nochmal. Das geht nicht, aber da, zack. Okay, ich werde morgen früh anfangen, an deiner Verbesserung für das Hofgebäude Stall zu bearbeiten. Yay! Fällt mir gerade ein, da wir ja jetzt doch wieder sehr wenig Steine haben. Hier oben könnten auch noch ein paar Steine sein. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Ja, da sind sogar noch welche. Sehr nice. Ich überlege gerade, wir könnten natürlich auch noch die Gelegenheit nutzen und unsere Axt verbessern. Das wäre im Bereich des Möglichen. Und jetzt habe ich keinen Platz für Harz. Das ist schlecht. Ich würde sagen, von dem einen Leben trennen wir uns. Wisst ihr was? Ich mache erstmal mein Inventar leer. Ich habe viel zu viel Zeugs dabei. Machen wir es so. Entschuldigung, ich muss mal eben kurz was trinken. Kleinen Moment bitte. So. Entschuldigt, aber ohne Öl in der Stimme läuft es halt nicht. So, da hätten wir auch die Schneesüßkartoffel. Sehr schön. So, dann packen wir erstmal unser Zeug weg. Erstmal das, was wir verkaufen können, hier rein. Beziehungsweise nicht nur, was wir verkaufen können, sondern auch, was wir verkaufen wollen, natürlich. Wir schauen mal ganz kurz, ob hier vielleicht Mayonnaise schon fertig ist. Jawohl, und Käse auch. Perfekt. Dann machen wir doch mal wieder ein bisschen Platz im Inventar, indem wir die Milch verballern und noch mehr Eier. So. Kohle ist fertig. Sehr nice. So, wir müssen ja noch Müll recyceln. Stimmt, da war ja was. Die Königin der Soßen hatten wir schon. Da brauchen wir nicht nochmal in L-Television blicken. Sollen wir uns noch Wintersaat machen? Ja, komm. Was soll der Geiz denn bitte? So, wir packen euch erst einmal wieder hier rein. So, den Rest lasse ich. Ja, den Rest lasse ich im Inventar. So, jetzt die Frage, haben wir noch irgendwo... Stimmt, warte mal, wir haben doch hier zwei Sachen. Ja, perfekt. Dann legen wir ein neues Feld an. Und hier haben wir schon was rausgezogen.
Deswegen haben wir da zwei Plätze frei. 8 bringt das neue Feld. Ist doch super. Aber wir brauchen noch einen Qualitätssprinter. So, weg mit dem Erz. Her mit dem Harz. Ach, verdammt, wir brauchen ja zwei. Wir brauchen sowieso viel mehr. Entschuldigung, ich hatte einen Denkfehler. Und ich habe gerade wieder festgestellt, dass ich vergessen habe, dass wir ja hier noch Harz irgendwo in einer Kiste, glaube ich, Dünger hatten. Ich meine mich zumindest daran entsinnen zu können. Okay, vielleicht vertue ich mich auch, aber da sehe ich gerade noch ein Stück Zaun. Was wir da rein tun können, was wieder einen Platz gesaved hat. So, und wir nehmen uns schon mal die Schattenessenz mit, damit wir dem Zauberer auch ein zünftiges Geburtstagsgeschenk bereiten können. Ach, stimmt, wir haben ja hier... Ah, ja, stimmt. So, wir machen hier einfach mal... Der Gretchen. So, aber da wir hier oben schon mal ein bisschen was gedüngt haben, werden wir erstmal hier natürlich weitermachen, weil die Felder auch schon bewässert sind. So, Sekunde, hier oben das eine Feld will ich auch noch mitnehmen. Das habe ich nicht vergessen. So. Und die letzten vier kommen da unten hin. Und dann würde ich sagen, schnappen wir uns eben nochmal die Wege. Und machen hier mal ein bisschen in Ordnung. Ich meine, wir haben ja genug Steinwege da, so ist es ja nicht, ne? Ach, guck an, verfeinerter Quarz. Nice. Sowas zieht man doch gerne aus dem Müll. Ach, ich hab hier... Ach, Alter. Ich sag, ich gehe rein, um die Wege zu holen. Was vergesse ich? Die Wege. Läuft ja bei uns. Mensch. Schön, dass ich mir immer wieder aufs Neue die Krone der Dummheit aufsetze. So, haben wir hier dann schon mal alles ordentlich. Und hier dann auch. Naja, fast. So. Ja, läuft doch. Ist doch wunderbar. Schön ordentlich gemacht. So wie es sein sollte. Und ein Stein. Falsch. So, das eine Entenei bringen wir noch ins Community Center. Das Geschenk packen wir uns eben nach oben. Doch zunächst auf zum Zauberer. Stimmt, da müssen wir noch das Geld rausnehmen. So. Dann wollen wir doch mal schauen, was der Zauberer so für uns hat. Das Doofe ist, ich weiß jetzt gerade nicht, welche Bäume ich schon habe. Ist mir jetzt gerade mal wieder aufgefallen. Und wir bräuchten noch so Sachen wie Granatapfel auf jeden Fall. Ich meine, den hätte ich nicht. Nur, ich weiß jetzt nicht, ob man gerade irgendwie an den Bäumen sehen kann, was das für ein Baum ist. Muss ich gleich mal schauen. Doch, zunächst heißt es erstmal Happy Birthday, lieber Zauberer. Wuhu, ein Stein. Das haben wir immer gewünscht. Wuhu! Du hast ja mein Geburtstag erinnert. Ich bin beeindruckt. Danke. Neuer Erfolg. Klicken. Was auch immer das für ein Erfolg ist. Kaube, Hörstetter. Klicken. Erreiche mit 4 Personen jeweils eine Zuneigung von 5 Herzen. Ja, nice. Okay. Coole Sache. Moment, jetzt da er schon mein Buddy ist, können wir vielleicht da hoch? Wo wir gerade schon mal da sind. Ich schau mal. Ja, nice. Was ist das denn? Der Schrein der Illusion, eine Opfergabe von 500 G darbieten, um dein Aussehen zu ändern. Mhm, nee. Also, nur um das Aussehen zu ändern, finde ich das jetzt irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht. Bisschen komisch. Hast du uns was zu erzählen? Es benötigt viele Jahre intensiven Studiums, um die Sprache der Elementare zu verstehen. Sicher, sicher. So, und da ist der Tag auch schon beinahe wieder rum. Es wird schon dunkel.
Wir schauen uns jetzt mal eben schnell die Bäume an, um in Erfahrung zu bringen, ob man denn jetzt irgendwie sehen kann, was das denn genau für eine Baumart ist. Wie gesagt, das weiß ich jetzt leider gerade nicht. Gehen jetzt einfach mal querfeld ein. Direkt auf die Bäumchen zu. Nee. Also ich weiß, dass einer auf jeden Fall ein Apfelbaum ist. Das weiß ich. Und da es ja monetär gesehen gerade relativ gut aussieht. Ich wollte auch ins Gemeindecenter, verdammt. So. Nehmen wir mal die beiden Eier hier. Hey, das ist doch mal Timing. Gut, dass ich jetzt gerade zufälligerweise hier stand. So, dann hauen wir doch mal einige Auberginen rein, würde ich sagen. So, und wieder ein Slot im Inventar frei. Schön, läuft doch. Und wir haben wieder ein bisschen mehr Ware gewonnen. Das finde ich super. Kommt hier rein, so für zum Verticken und so. Und wir schauen dann mal eben beim Community Center vorbei. Ich würde sagen, wir fahren zu den Minen. Das müsste, glaube ich, der schnellste Weg jetzt gerade von hier aus sein. Nee, Quatsch, Stadt. Stimmt, bei den Minen, das ist ja noch in dem Bereich. Ich glaube, es wäre sogar fast schneller gewesen, wenn wir einfach gelaufen wären. Verdammt. Ärgerlich, ärgerlich. Aber egal, ich glaube, das ist etwas, was wir verschmerzen können. So, jetzt erstmal Richtung Community Center das Entenei abgeben. Nicht, dass wir das versehentlich zu Mayonnaise verwursten, wobei ich gerade gar nicht weiß, ob das damit überhaupt geht. Aber ich will es auch nicht unbedingt herausfinden. Kann man hier links eigentlich gar nichts machen? Das wundert mich irgendwie. So, Entenei ist drin. Vielleicht wird das auch erst freigeschaltet, wenn die Speisekammer hier fertig ist. Das kann ja auch durchaus sein. So, Orange, Pfirsich, Granatapfel, Kirsche, ich glaube, ich habe Apfel, Aprikose und Orange. So die ersten drei Bäume, glaube ich. Das heißt, mir fehlt noch Pfirsich, Granatapfel und Kirsche. Dann hole ich mir die mal dazu. Also jetzt heute natürlich nicht mehr, weil der gute Pierre schon zu hat. Aber für die Zukunft wissen wir da auf jeden Fall Bescheid. Ich würde sagen, wenn wir jetzt schon mal hier sind, können wir nochmal schnell in der Taverne vorbeischauen. Um zu gucken, ob da auch zünftigst der Bär steppt. Nochmal schnell den Müll durchfühlt. Komm rein, yo. Die Grippe geht um, also passt besonders gut auf. Aha, ich brauche etwas Aufwärmung, bevor ich für eine weitere kalte Nacht auf dem Ozean bereit bin. Jo, das kann ich nachvollziehen. Grüß dich, Shane, was geht bei dir? Ja, jeden Tag das Gleiche. Du bist und bleibst der gute Launebär der Siedlung. Und bei dir, Mani, was geht? Okay, gar nichts scheinbar. Ich habe heute Morgen einen Schneehasen gesehen. Die sind selten, oder? Ja. Das stimmt wohl. Und bei dir, Pen? Hey, Kind, du bist zu jung, um hier Trübsal zu blasen. Ja, ich blase doch gar kein Trübsal. Ich habe hier den Spaß meines Lebens. Haley und ich sind nicht für so ein großes Haus gemacht. Es ist anstrengend, es sauber zu halten. Oha. Warum bist du denn jetzt rot? Ah, was auch immer. Ich sollte mich wirklich nicht beschweren. Dein Bauernhaus sieht nett und gemütlich aus. Ah, du willst bei mir einziehen? Schätzelein. Kann das sein? Wir sollten dir bei Gelegenheit mal wieder was schenken. Vielleicht können wir dir auch einfach mal einen Diamanten schenken. Jetzt, da wir ja unendlich davon produzieren, lediglich mit ein bisschen Geduld, wäre das, glaube ich, gar nicht so eine verkehrte Idee. Ich glaube, wir haben ja auch schon mindestens 5 Stück oder so auf Lager. Mal abgesehen davon, dass wir uns theoretisch noch mehr holen könnten, wenn wir mal unseren Steiß bewegen würden, um in eine der Minen zu kommen. So, ich schaue noch mal kurz. Es ist bestimmt noch was Mayonnaisiges fertig. Auch kleiner. Ah, ich wollte schon sagen, mit dir habe ich heute noch gar nicht gekuschelt. So, Eier brauchen Eier. Dann kriegen wir vielleicht über Nacht noch einen. Nein, ich will es nicht essen. Jawohl. Traritara, der Platz ist da. So, dann würde ich sagen,
Schmeißen wir es direkt hier rein. Und ab geht's in die Haie, ihr Lieben. So, gute Nacht. Und schon ist wieder Tag. So schnell kann's gehen. Wir schauen eben Television. Leben vom Land. Mal schauen, was jetzt für ein Tipp kommt. Wenn du jemanden wirklich glücklich machen willst, schenke der Person einfach ihr Lieblingsgeschenk an ihrem Geburtstag. Vertrau mir. Ja. Geiler Hinweis. Schenk ihm einfach das, was er am meisten mag, an einem Tag, wo er sich über Geschenke freut. Wow. Du bist ein Philosoph. So, diesmal habe ich sogar tatsächlich an den Mehlkübel gedacht, aber vermutlich einfach nur, weil ich vergessen habe, ihn wegzupacken. Oh, Post. Hallo Kopfgeburt, ich würde dir gerne ein paar Informationen über die kommende Veranstaltung geben. Das Fest des Wintersterns. Es ist Zeit für die Gemeinde, sich an all das Gute in diesem Jahr zu erinnern und zusammenzukommen. Eine beliebte Tradition ist das Wichteln, bei dem jedem in der Stadt zufällig eine andere Person zugeteilt wird. Am Tag des Fests bringt jeder ein Geschenk für seinen geheimen Freund und überrascht ihn mit etwas Besonderem. Dieses Jahr ist dein geheimer Freund Penny. Verrate es niemandem. Das Fest wird am 25. von 10 bis 14 Uhr auf dem Stadtplatz stattfinden. Man sieht sich dort. Bürgermeister Louis. Ah, sehr schön. Penny, das passt ja. So, ein Weinchen ist fertig. Kokosnusswein. Okay, cool. Wildpflaume geht also nicht hier rein. Geht der Amaranth da rein? Jo, der geht da rein. Alles klar. Goodie, goodie. Dann sagen wir hier mal Hallo. Ach, geben die denn gar nicht jeden Tag ein Ei? Machen das nur die Hühner? Scheint zumindest so, denn wir haben nur Hühnereier jetzt gefunden, keine Enteneier. Gut, ist jetzt auch nicht schlimm. Ist halt einfach nur gut zu wissen. Lass mich doch mal durch. Ich bin Bauer. Wann ist hier endlich mal was fertig? Man weiß es nicht. So, wir schauen bei unserem Kühen vorbei. So, einmal lecker Milch. Das Kindermilch, das ist gut für dich. Habe ich das richtig gesehen, dass ich eine große Milch habe? Ja, sehr geil. Wir kriegen ein weiteres Feld fertig, Leute. Ist das schön, ihr Lieben. Na, was geht bei dir? Sei geduldig, ich habe immer noch eine Menge zu tun. Ja, ich will dich doch nicht anfahren. Ich wollte nur fragen, was geht, Mensch. So. Dann. Ach ja, beinahe vergessen. Wir wollten ja noch Käse und Mayonnaise machen. So, und die große Milch bringen wir direkt postwendend ins Community Center, denn wir wollten noch ein paar Pflanzen zusammen kaufen. Eine Hühnerstatue, wie geil ist das denn? Das könnten wir auch direkt dem Gunther mitbringen. Ich meine, wir gehen ja sowieso in die Richtung. Wäre ja eigentlich auch Quatsch, wenn wir es dann nicht machen würden. Ach, und wieder was zum Buddeln. Stimmt, wir hatten ja auch gestern noch ein Buch gefunden, was wir auch bisher noch nicht verwurstet haben. Sollten wir mal ändern bei Gelegenheit. Könnte sich lohnen. Doch zunächst auf ins Community Center. Oh, Kupfererz, auch nicht schlecht. So, da sind wir auch schon. Zack. Im Rhein in die gute Stube. Ne. Da war's. Schwing. Und wieder ein Bündel komplett. Was gibt es diesmal? Eine Käsepresse. Okay. Ist jetzt nicht unbedingt das, was ich am meisten brauche, aber hey, mein Gott. Wer bin ich, das zu beurteilen? Was fehlt uns noch hier? Stimmt, der Glasaugenbarsch, den gibt es diese Jahreszeit nicht. Blaubarsch, weiß ich gerade nicht, ob es den diese Jahreszeit gibt. Waldspringer ist in einem anderen Gebiet und bei dir... Den beiden, da meine ich, die gibt es nur im Sommer und oder im Herbst. Was fehlt uns hier? Hier fehlt uns noch der Rotkohl und die Entenfeder.
Bei der Entenfeder gehe ich mal davon aus, dass sie von der Ente kommt. Und Rotkohl können wir, glaube ich, erst, wenn ich den Brief richtig gedeutet habe, von Pierre im nächsten Jahr kaufen. Weil er sagte dann, er wird dann neue Sachen haben. So, die Maki-Rolle, da brauchen wir das Rezept. Straußfahren muss ich noch gucken, wie wir rankommen. Und Trüffel, das haben wir ja schon geklärt, brauchen wir ein Schwein zu. Hier brauchen wir drei Äpfel, den Baum haben wir schon gepflanzt. Und beim Granatapfel ist auch klar. Und die Hasenpfote, da müssen wir noch schauen, wie wir da rankommen. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt irgendwie einen Hasen frühzeitig das Zeitliche segnen lassen müssen. Das wäre ziemlich uncool. Es sei denn, es wäre das Killerkaninchen aus Ritter der Kokosnuss. Dann wäre es lustig. Schon wieder 30 Kupfererz. Na gut, wir nehmen es mal an. Aber ich glaube nicht, dass wir es heute noch machen. So, wir schauen mal kurz bei den Bäumchen. So, Kirsche, Orange, Aprikose, Pfirsich, Granatapfel. Also Granatapfel bin ich mir relativ sicher, dass wir keinen haben. Deswegen holen wir den mal dazu. Apfel haben wir uns mit Sicherheit geholt. Holen wir uns mal Kirsche dazu und Pfirsich. Ich meine, das müssten die drei sein, weil ich meine, ich habe die günstigsten drei genommen. Meine ich. Ich hoffe, ich vertue mich da jetzt nicht. Und selbst wenn, mein Gott, dann haben wir halt einfach einen Baum mehr von jeder Sorte. Das soll uns jetzt auch nicht stören. So. Komm, wenn wir schon mal hier sind, dann gehen wir direkt ein Feld weiter runter zum Strand. Und packen da auch was Neues in The Reuse. So. Moment, habe ich jetzt? Hat er? So, jetzt hat er. Wollte ich doch sagen. Stimmt, ich habe auch gestern gar nicht hier geguckt, ob noch Korallen da liegen oder Seeigel. Und siehe da, es war Zeug. Oh, sogar jede Menge Zeug. Alter! Wie viel liegt hier denn? Meine Fresse. Drei haben wir schon. Vier. Fünf. Sechs. Sieben Korallen. Krass. Kann mir mal jemand sagen, ob es mit Korallen noch irgendwas weiteres zu tun gibt, außer dass man die einfach verkauft? Also kann man die irgendwie weiter bearbeiten? Kann man die sich hinstellen? Kann man die gut verschenken oder so vielleicht? Ich kann es mir gerade offen gesagt nur schwer vorstellen, dass sich jemand über eine Koralle freut. Was aber nicht heißt, dass ich es ausschließen kann. Ach, guck an, ein Würmchen. Perfekt, noch ein verlorenes Buch. Sehr schön. So, gucken wir uns gleich an. Erstmal wird gespendet. So, die Hühnerstatue kommt. Moment, irgendwie... Gut, packen wir die da oben hin. Und wir haben scheinbar eine neue Belohnung freigeschaltet. Eine Hühnerstatue, ja geil. So, Soluk Ulan Par Enora Soluk... Enogava Ulan Ra Kui Eno Soluk Teva Ava Dob Teva. Ja, sicher, sicher. Goblins von M. Jesper. Die Spezies, üblicherweise als Goblin bekannt, scheint aus den Wäldern des fernen Nordostens gekommen zu sein. Von weit hinter den Blaubruchhügeln. Charakterisiert durch ihre grüne Haut, helle rote Augen und einen beißenden Geruch, kann ein erstes Treffen mit einem Goblin furchterregend für den unerfahrenen Reisenden sein. Entschuldigt. Trotz ihrer beunruhigenden Erscheinung besitzen Goblins jedoch eine intellektuelle und emotionale Kapazität ähnlich derer der Menschen und haben kein Problem mit dem Erlernen unserer Bräuche und Sprachen. Die Goblins, die ich traf, waren überaus freundlich und entgegenkommend, sobald ich zeigte, dass ich nichts Böses vorhabe. Unglücklicherweise haben Jahrhunderte des Misstrauens und Misshandelns durch den Menschen viele Goblins dazu getrieben, sich in die Dienste von Hexen, Nekromanten, Hexenmeistern und anderen geschmacklosen Typen zu begeben. Die traditionelle Ernährung der Goblins besteht hauptsächlich aus Madenfleisch, typischerweise von den großen und saftigen Madentypen, die im Goblinwald heimisch sind. Zu besonderen Anlässen genehmigen sich Goblins einen Gegenstand, der sich Schattenmayonnaise nennt. Sie ist die vielleicht feinste Delikatesse der Goblin-Küche. Oha, sollten wir auf einen Goblin treffen, habe ich so eine Ahnung, was wir dem schenken könnten. Wenn wir das irgendwie herstellen können. Ich denke gerade
drüber nach, ob das irgendwie möglich ist, vielleicht so Mayonnaise mit Schattenessenz zu füllen oder sowas. Keine Ahnung. Hallöchen. Oh, hi, du willst reden? Wenn du interessante Artefakte oder Erze findest, wird Gunther sie mit Freude im Museum ausstellen. Er hat mir gesagt, er hätte spezielle Geschenke für jeden großzügigen Spender. Ja, das weiß ich doch. Haben wir was Gescheites, was wir dir schenken können? Wisst ihr was? Ich versuch's einfach mal. Ich hoffe, ich schieße mich damit jetzt nicht ins Aus. Danke, das sieht nett aus. Okay, das ist ein 0815 Geschenk. Außer du bist jetzt wahrscheinlich ein... Außer derjenige, dem ich das schenke, ist ein Spezialliebhaber solcher Sachen. Aha, was passiert da? Komm rein, Kopfgeburt. Ich möchte dir etwas zeigen. Komm, ich zeig dir den richtigen Hasen. Es ist mein geheimes Hobby. Ich habe monatelang geübt. Jetzt setz dich hin, entspanne dich und lass dich zu einem besseren Ort hin mitreißen, okay? Was passiert jetzt? Okay. Disco, Disco, hua, hua, Disco, Disco, hua, hua. Wie geil ist das denn bitte? Na, da wackelt das Popöchen. Was ein Quatsch. Aber irgendwie auch süß. Juhu, nein, Katze. Und Aliens. Mein Gott, ein Meme nach dem anderen hier. Gut, ob das für Sailor Moon steht, weiß ich nicht. Ja, coole Sache, Schätzelein. Puh, jetzt ist es aus der Puste. So, was hältst du davon? Das war unglaublich, das war peinlich, nichts sagen und langsam klatschen. Nein, das war unglaublich. Danke dir. Puh, das war ein ganz schönes Training. Ja dann, brauchst du heute keinen Sport mehr machen, wa? Da lacht die Koralle. Ich war nicht mehr so verschwitzt, seit ich bei Abigails Fiesta-Abschlussfeier die Pfefferplatte bestellt hatte. Oh Mann. Nun, ich sollte mich wohl besser duschen. Danke fürs Zusehen. Ja, gerne. Lass mich doch nicht zweimal drum bitten. Und erzähl niemandem von dem Tanz, der war nur für deine Augen bestimmt. Oh, wie süß bist du denn? Du bist ja niedlich. Dankeschön. Ich werde eine Liste von Klamotten aufsetzen, die ich für den nächsten Frühling brauche. Ja, dann macht das. Dö. Dann, genau, wir wollten hier unsere Bäumchen pflanzen. Und vermutlich können wir weitere Mayonnaise produzieren. Gehe ich jetzt zumindest mal von aus. Dum, 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 dum. Ach, und unsere Hühnerstatue, stimmt, die können wir eigentlich auch mal aufstellen. Doch zunächst Bäumchen. Ich würde sagen, ich mache hier drunter nochmal eine weitere Baumreihe. Ich hoffe, das funktioniert jetzt auch. Moment, ich mache, lassen wir mal so, so und so und so. So, nächstes Bäumchen. So, und da machen wir natürlich auch, wie es sich gehört, einen Weg drum, damit das schön eingegrenzt ist. So, zack. Unsere Chicken-Statue stellen wir uns mal hier hin. So. Ach, unser Kleiner hat ja gar kein Wasser. Sekunde, das müssen wir eben ändern. Erstmal guten Morgen, Kleine. Ah, oh, ich hatte dich so lieb. Entschuldigt bitte, haltet mich für bescheuert, aber ihr wisst ja, ich liebe Katzen. Dank meiner Frau. So. Und hier dann. Dann machen wir hier noch den Zwischenweg. Und hier noch. So. Und schon ist alles sauber. Moment, ich weiß ja nicht, ob den das behindert beim Wachsen. Es fliegt besser weg damit.
So, Bäume sind gesetzt. Ich würde sagen, wir sollten ein paar Diamonds verteilen. Moment, brauchen wir die hier in der mittleren noch? Ja, 10 Stück, ey, komm. Ganz ehrlich, ne? Ah, verdammt, unsere Geoden. Ich vergesse die ganze Zeit, Mensch. Schiete. Nehmen wir erstmal 3 mit. Mal schauen, wem wir jetzt alles in Diamant an den Kopf schmeißen. Ich stelle uns mal die andere Käsepresse auf, auch wenn ich nicht weiß, inwieweit so viele Käsepressen überhaupt Sinn machen. Weil so viele Kühe haben wir auch gar nicht, dass ich das irgendwie rechnen würde. Der Käse ist ja immer relativ schnell fertig. Aber egal, wir stellen uns jetzt einfach hin. Wofür haben wir sie, ne? So, dann würde ich sagen, wir schauen auch nochmal in den Kalender, wann genau dieses Fest des Wintersterns ist. Das habe ich jetzt gerade nämlich überhaupt nicht im Kopf. Also es wird von 10 bis 14 Uhr sein. Ich weiß nur nicht, ob das morgen direkt schon ist. Deswegen schauen wir nochmal eben an die Pinnwand. Ach, das ist in einer Woche erst. Also da haben wir noch genug Zeit. Gut, aber ich würde sagen... Ach, Penny, du sitzt da gerade so traurig. Wollen wir das mal ändern? Ich habe ja heute schon ein Geschenk gegeben. Verdammt! Gut, dann kriegt Emily einen Diamanten. Allein schon als Dankeschön für den Tanz. Wo ist sie? Wo sind sie? Leider nicht am Platz. Ach, die ist arbeiten, stimmt. Die ist in Gasbar. Wahrscheinlich. Gehe ich zumindest jetzt mal von aus. Die müsste ja auch schon geöffnet sein. Jo, da ist er. Danke dir. Ich fühle eine positive Energie bei diesem Geschenk. Ja, schön. Ich dachte, du fällst mir wenigstens gleich um den Hals. Das ist ein verdammter Diamant, den ich dir da gebe, Fräulein. So. Ich glaube, ich bin geneigt, einen Diamanten mal zu verkaufen. Einfach, weil ich wissen will, wie viel Kohle der bringt. Ich meine, ich weiß jetzt auch nicht, wie viel Edelsteine ich insgesamt überhaupt noch horten will. Müssen wir uns vielleicht auch mal Gedanken zu machen. Was mir gerade einfällt. Dich will ich mal umpositionieren. Nimm mich hier oben hin. Und hier werden wir dann später, weil ich habe ja wie gesagt schon einmal Gott sei Dank herausgefunden, als ich danach gesucht habe online, dass wir... Oh, die Pilze habe ich vergessen. Dass wir immer nur Wildhonig kriegen, weil keine Pflanzen in der Nähe sind. Und wenn wir bestimmte Rosen drumherum haben, dann kriegen wir auch anderen Honig. So, warte mal, dann machst du hier vielleicht keinen Sinn, sondern dann machst du mehr hier im Feld Sinn. Wisst ihr was? Dann hauen wir doch mal hier so einen Weg raus. Nehmen wir mal den. Ich glaube, hier ist genug drumherum, dass man sagen kann, hey, dann nasche ich doch mal ich kleines Bienchen. So, haben wir vielleicht schon weitere Mayonnaise fertig? Haben wir überhaupt Eier dabei? Ne, Eier haben wir keine dabei. Sekunde, wir holen uns eben noch ein paar Eier. So, sind jetzt zwar zwei unterschiedlich, aber dafür haben wir jetzt auch hier wieder einen Platz frei im Inventar und das finde ich gut. So, Stein kommt dran. Ach, den Müll müssen wir noch recyceln. Warum sagt denn keiner was? Zack. So, die Pilze kommen da rein. Der ganze Fischquatsch, den verscherbeln wir. Verscherbeln klingt so böse, den verkaufen wir natürlich, ne? Nicht, dass wir uns da irgendwie falsch verstehen. So. Zack. So. Dann holen wir mal unsere Verkaufsware, schmeißen die schon mal rein. So, zack, zack, zack. Zack, zack. Alles weg. So, und ein Diamanten, weil wie gesagt, ich will einfach mal wissen, wie viel der bringt.
Ah, ich habe noch gar nichts reingetan. Ich habe mich schon gewundert, warum ihr heute nichts war. Ja, merkst du selber, wa? Nun gut, nutzen wir die Zeit und fällen noch 2-3 Bäume. Damit wir uns heute zumindest mal ein bisschen körperlich betätigen hier. Nicht, dass wir noch anfangen, eine Plauze zu kriegen, die biblischen Ausmaßes sein wird. So. Fallen wir mal hier oben die Ecke von überschüssigen Bäumen. Wobei überschüssig sei mal dahingestellt. Wir hauen sie halt einfach trotzdem weg. Egal. So, da haben wir noch so einen Stumpf, der auch keinen mehr juckt. Außer Allergiker vielleicht. So. Nächstes Bäumchen, zack. Nehmen wir dich auch noch mit. Hui! So, dich hauen wir hier auch noch weg. Da sind noch ein paar Würmchen im Boden. Die sollten wir uns gleich auch einverleiben. Also nicht die Würmer, sondern das, was die versteckt halten. Ach Gott, da ist noch ein Stein. Habe ich doch noch einen vergessen. Mensch, so kann es gehen. Ein rostiger Sporn. So, hier haben wir noch was, aber ich würde sagen, das muss ja heute nicht mehr sein. Es wird auch langsam, aber sicher spät. Deswegen räumen wir eben noch unsere Taschen leer und dann machen wir mal Kassensturz, um zu schauen, was wir heute bekommen haben. Ich schaue mal, vielleicht ist schon direkt wieder die nächste Mayo fertig. Nein, leider nicht. Sonst hatten wir nichts, was wir verkaufen wollen, ne? Ja, bei den rostigen Sporn, den verkaufen wir mal. Bringt ja vielleicht auch was. Hey, Kohle! Harz, Holz, Stein, Kohle. Dich nehme ich mal mit. Und dich nehme ich auch mal mit. Dann machen wir nämlich noch ein paar Eisenbarren über die Nacht verteilt. So, wo haben wir unsere Körnchen? Hier oben, ne? Jo. Schön, schön, schön. So, hier unten haben wir wieder vergessen. Kein Ding. So, ihr Lieben, dann streicheln wir nochmal den Kleinen. Nein, will er nicht. Dann geht's jetzt erst einmal in die Haie. Gute Nacht und wir machen Kassensturz. Es sieht wieder zünftigste aus. Okay, ein Diamant bringt 750. Das ist doch ein stolzes kleines Sümmchen. Die Mayonnaise hat's rausgerissen und natürlich wie immer der eingelegte Kürbis und Kokosnusswein 420. Auch nicht schlecht. Ihr Lieben, das war's. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich freue mich sehr, dass wir fast 17.000 wieder gemacht haben. Hoffentlich geht's morgen so weiter. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüssikowski.